Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da. Heute mit einer neuen One Piece Theorie in einem gewissen neuen Format. Ihr wisst ja, ich habe mir eine neue Webcam gekauft und deswegen dachte ich mal, ich schmeiß mal die Webcam auch bei meinen Theorien an. Wenn es euch gefällt, schreibt in die Kommentare, wenn ich es lassen soll und meine Theorien wie bisher einfach nur mit Bildchen machen soll, einfach drunter schreiben. Fangen wir jetzt aber mit der heutigen Frage an, und zwar: Woher bezieht die Marine denn eigentlich Seestein? Seit dem letzten Kapitel wissen wir, dass Seestein ursprünglich aus Wano Kuni kommt. Wir wissen noch nicht genau, wie es entsteht, wir wissen nicht genau, wie sie es abbauen, aber wir wissen, dass es ursprünglich aus Wano Kuni kommt. So, wie wir aber auch wissen, Wano Kuni ist ein isolierter Staat. Heißt ein Staat, der keinerlei irgendwelche Handelsbeziehungen mit anderen Ländern führt. Sie schotten sich ab, wissen nichts von der Außenwelt, kriegen nicht mal irgendwelche Zeitungen von der Außenwelt und sonstige Sachen. Da stellt sich natürlich die Frage, woher hat die Marine das dann? Ich meine, sie haben immerhin Seestein-Handschellen, sie haben Seestein-Waffen, wie zum Beispiel mit Smokers Yeti. Doch, naja, woher beziehen sie das? Hier habe ich mir mal, ja, sage ich mal, 5 Möglichkeiten ausgedacht. Die erste wäre, Seestein kommt zwar ursprünglich aus Wano Kuni, da es sich hierbei aber um ein Naturphänomen hat, kann es auch in anderen Teilen der Welt entstehen. Seestein funktioniert wohl, wenn ich es noch grob im Kopf habe, so, dass mit vulkanischer Eruption gepaart mit irgend so einem Material, welches sich Pyrolibin nennt, zusammen verbindet und daraus wird es abgehärtet zusammen mit dem Meerwasser und daraus entsteht dieser Seestein. So, wenn es sich hierbei um ein natürliches Phänomen handelt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es auch in anderen Teilen der Welt genau dasselbe natürliche Phänomen auftritt. Ich meine, es wird nicht nur einen Unterwasservulkan in One Piece geben. Es gibt mehr, ganz viel in One Piece. Und dieses Pyrolibin könnte möglicherweise auch in anderen Teilen der One Piece Welt vorkommen. Und somit wäre es möglich, dass eben nicht nur in Wano Kuni Seestein abgebaut werden kann, sondern auch in anderen Orten auf der Welt. Es könnte halt sein, dass man es in Wano Kuni zuerst entdeckt hat. Oder dass in Wano Kuni eben die größte Seesteinader ist. Aber es ist durchaus möglich, dass es auch in anderen Teilen der Welt vorkommt. Eine zweite Möglichkeit, die ich habe, war, wie wir wissen, in One Piece gibt es ja einen sogenannten Schwarzmarkt, wo man illegale Waren kaufen kann, wie zum Beispiel Teufelsfrüchte, Waffen und ähnliches. Könnte doch auch sein, dass sich bestimmte Leute aus der Ader, der Seesteinader aus Wano Kuni, bisschen was klauen und dies dann auf dem Schwarzmarkt anbietet und die Weltregierung es dort kauft. Was? Die gute Weltregierung und Marine kauft Waren auf dem Schwarzmarkt? Naja, wenn es halt sonst nicht anders geht. Um die Gerechtigkeit durchzusetzen, kann man auch mal solche Mittelchen legitimieren. Es ist immer eine Auslegungssache. Hier könnte man auch sagen, vielleicht kommt das Ganze ja sogar von Joker. Ich meine, wie wir wissen, Joker handelt mit der Weltregierung, wieso nicht auch zusätzlich noch Seestein? Dann wäre noch eine andere Möglichkeit, dass es direkt von Kaido kommt. Kaido hat eine Menge an Waffenfabriken. Möglicherweise benutzen seine Waffen auch Seestein-Pistolenkugeln. Und Kaido befindet sich nun mal momentan auf Wano Kuni und regiert diese. Es könnte ja sein, dass der Kaiser zusammen mit der Weltregierung einen Handel eingegangen ist. Ich meine, das Weltregierung und Kaiser miteinander reden, wissen wir spätestens seitdem Shanks bei den Gorosei aufgetaucht ist. Es könnte ja sein, dass sie ihm eben einfach ein bisschen Geld anbieten und ihm erlauben, überall auf der One Piece Welt seine Waffenfabriken zu bauen. Dafür kriegt die Weltregierung aber Seestein. Wäre eine Variante. Eine vierte Möglichkeit, die ich noch überlegt habe, wäre, die Marine ist ja im Besitz eines sehr schlauen Kerlchens namens Dr. Vegapunk. Dieser hat ja unter anderem das Geheimnis des Bausteins des Lebens gelüftet oder die Teufelsfrüchte. Und wieso sollte er nicht auch das Geheimnis gelüftet haben, wie Seestein eigentlich entsteht? Vielleicht ist er irgendwie an Seestein rangekommen, hat sich das Ganze untersucht und hat herausgefunden, wie man es reproduzieren kann, also Seestein aus dem Labor. Wäre durchaus eine Möglichkeit. Es könnte auch sein, dass das Seestein aus dem Labor dann etwas schwächer ist als das normale Seestein. Da müssen wir noch abwarten, da gibt es einfach noch zu wenige Infos und Anhaltspunkte dazu. Jetzt kommen wir aber zur vierten und für mich wahrscheinlichste Möglichkeit, und zwar, dass Wano Kuni selber Handel mit der Weltregierung treibt. Und das schon seit Jahrzehnten. Ja,
Ich habe ja vorhin noch gesagt, Wano Kuni ist ein isolierter Staat. Heißt einfach, dass sie eben nicht handeln mit anderen Ländern und möglichst keinen Kontakt mit anderen Ländern pflegen. Wissen wir, ob das wirklich so ist? Es ist bisher nur gesagt worden. Es könnte ja dennoch sein, dass die höher gestellten Leute aus Wano Kuni oder zumindest ein paar korrupte Leute mit der Weltregierung Handel treiben und das Seestein an die Weltregierung verkaufen, um eben noch mehr Schotter zu kassieren. Denn wie wir wissen, auch in Wano Kuni gibt es eben Geld. Und viel Geld macht einen Menschen schlecht. Zumindest bei 90% der Weltbevölkerung. Wieso sollte es in der One Piece Welt anders sein als in unserer Welt? So, könnte es sein, dass eben doch einige Leute aus Wano Kuni eben Handel mit der Weltregierung treiben. Möglicherweise war das ja schon immer der heutige Shogun Yamato no Orochi, Kurosumi Orochi, so, der jetzige Shogun halt eben. Vielleicht hat der ja schon immer Handel mit der Weltregierung getrieben, hat der andere Shogun, hat das Ganze mitbekommen, wollte das Ganze aufhalten, der Shogun tötete eben Odens Vater als den alten Shogun. Und ist jetzt so an die Macht und macht jetzt eben offen Handel mit der Weltregierung. Also offen in dem Sinne, dass es jetzt halt vermacht wie nach Lust und Laune. Die Bürger wissen sicherlich immer noch nichts davon. Aber dadurch hätte er mehr Geld. Es würde auch gleichzeitig wieder Kaidos Waffenfabriken finanzieren, das Ganze. Und wir hätten ein legitimes Mittel, wie die Marine an Seestein kommen könnte. Ganz interessanter Fakt an dieser Sache ist, wir haben ja schon einige Sachen gesehen, die aus Seestein hergestellt werden. Nägel, Handschellen, Waffen. So, und in One Piece eines der großen Mysterien ist ja schon immer, hat Goldie Roger eine Teufelsfrucht? Viele sagen, nö, no go. Und zwar warum? Weil er also damals zum Schafott abgeführt wurde, eben ganz normale Holzhandschellen hatte und keine Seesteinhandschellen. Naja, wie wir wissen, hat der Shogun Wano Kuni vor ungefähr 20 Jahren übernommen zusammen mit Kaido. So, heißt, wenn der große Seesteinhandel mit der Weltregierung damals angefangen hat, ist die Marine, also beziehungsweise die Weltregierung, seit 20 Jahren in Besitz von Seestein. Heißt aber wiederum, dass sie es eben vor diesen 20 Jahren noch nicht waren. Das bedeutet also, dass eben zur Zeit von Goldie Rogers Hinrichtung die Weltregierung beziehungsweise die Marine einfach nur nicht im Besitz von Seestein-Handschellen war. Das könnte auch erklären, warum Roger keine Seestein-Handschellen hat. Und er dennoch vielleicht eine Teufelsfrucht. Wäre eine Möglichkeit. Denkt drüber nach. Naja, das waren jetzt auf jeden Fall meine 5 Möglichkeiten. Wobei, wie gesagt, hier unwahrscheinlichere, eine für mich eher wahrscheinlichere. Wie die Marine-Weltregierung an Seestein reinkommt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt wie immer eure Meinung in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben und ein kleines Abonnement da. Wenn ihr in Zukunft meine Theorien öfters mit Webcam haben wollt, auch das bitte in die Kommentare schreiben. Wenn nichts, auch das in die Kommentare schreiben, weil dann mache ich es wieder mit den ganzen Bildchen halt einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Haut rein. Ciao. Aufnahme stoppen.